Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge The Division 2 und ich habe so das Gefühl, dass es bereits abgeht. Ja, wir stehen hier vor gestrandeter Tanker und hier soll Kelso sich befinden und hier versuchen wir sie freizubringen. Ach du Schande, okay, da drin geht's schon ab, haben wir jetzt halt verpasst. Aber Freunde, wir sind da, wir werden Spaß haben zusammen, wir werden jede Menge Spaß haben. Ja, ich sehe da, wer da ist. Sehe ich, wer da ist? Ich weiß es gar nicht. Ups. Ach du Schande. Oh, da geht's jetzt ab hier. Ja, das ging dann wohl ins Höschen. Oh, das war gar nichts. Ja, wir halten uns hier mal ein bisschen dezent zurück. Ein bisschen dezent zurück. Müssen mal schauen, wie sich hier das Ganze entwickelt. Weil ich habe so den Verdacht, beziehungsweise mir ist zu Ohren gekommen, dass das hier ein Ritt auf der Rasierklinge wird. Also hier geht es jetzt richtig ab. Hier geht es zur Sache. Irgendwie werden wir wohl hier mit allen Fraktionen konfrontiert. Und hier wird eine Welle nach der anderen kommen. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Sag mal, springt da draußen auch noch jemand rum und... Ah. Aber die Kollegen, die lassen uns hoffentlich in Ruhe. Ah. So, kommt noch mehr. Na, gehen wir jetzt mal ein bisschen vor. Ah, jetzt kommen sie da raus. Okay. Ah, wie ich diese Hunde hasse. Oh ja, da ist der große, große Bub. So, da hilft ja nur noch die Kugelhülle. Ja, du bist unter Sperrfeuer. Ich weiß, mein Freund. Ja, weil das Teil ist immer ein bisschen schnell leer hier. Okay. Uns fehlt jetzt das Unterstützungsfeuer, fehlt uns, habe ich so den Eindruck. Es fehlt uns ein bisschen an Unterstützung. So, jetzt haben wir wieder ein Geschütz. Das positionieren wir da vorne. Dann kannst du ein kleines bisschen mitmischen. So, aber ich glaube, es geht hier um den Kollegen, der nervt. Oh, da wirft einer wieder mit großem Material. Raketen oder irgendwas. Ach du Schande. Dröhnchen. Ja, aber ich habe auch eine. Und ein Scharfschütze. Da haben wir ja wieder das volle Programm. Wir müssen hier sehr, sehr bedachtsam vorgehen. Sehr bedachtsam. Oder sagt man eher mit Bedacht vorgehen? Kommt da wieder so ein Klotzer? Aha.
Na also, ich habe nämlich auch jede Menge Moon hier im Kasten. Oh ja, die ist schon wieder gleich leer. So, nicht vergessen, immer die Dröhnchen raus. Hat ja alles Geld gekostet. So, wer springt da auf der linken Seite rum? Es springt nicht mehr lange. So, sehr schön. Expertisenstufenaufstieg. Feindliche Aktivität vor Ort. Offenbar waren die Black Tusk schneller am Tanker. Aha. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht? Ah, ich glaube, wir müssten hier mal ein bisschen aufräumen. Ja, das Zeug brauchen wir aber auch alles nicht. So, wie sieht's aus? Geschütz, okay. Vor allen Dingen Moon dürfen wir nicht vergessen. Immer schön hier Munition aufsammeln. So, Munition. Denn wie gesagt, das Teil hier. Mit was spiele ich denn da eigentlich? Was, wie heißt denn das Teil? Eine Famas, oder? Burnout. Aber meines Wissens ist das nicht der Famas? Na, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Okay. So, Dele. Ja, erstmal wieder hier alles aufladen oder aufsammeln. Kommen wir zur nächsten Party. Die wird auch sicher interessant. Ja, erstmal hier die Drohne ausschalten. So, die Frage wird sein, wird das genauso gut klappen, wie ich das sonst auch immer mache? Nämlich gleich mal rechts hoch. So. Weil ich hoffe ja, dass da zumindest die Hunde nicht hochkommen, weil die sind schon nervig. Okay. Ja, irgendwas kommt von da drüben, ist klar. So, da sollte einem nicht die Munition ausgehen. Die Drohne ist nicht aktiv. Alles klar, ist im Cooldown. Ah, ja. Wir müssen immer bezahlen. Jetzt kommen sie von da drüben. Okay. Vielleicht der richtige Moment wieder für meine Raketen. Ja, sieht nicht so aus. So. Oh. Ah, nee. Ja, er wird ja hoffentlich nicht hier hochklettern, oder? So, da können wir gar nichts mehr machen. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, dass wir da hinten deinen Munitionsköcher erwischen.
So, zum Glück tut sich hinter mir nichts. So, Drohne raus. Jetzt. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Haben wir einen anderen, besseren Winkel. Okay, ihn hat's erwischt. Ihn wird's erwischen. Und auch für dich hat das stimmt dein das letzte gleich geschlagen. So. Ah, da hinten ist einer, oder? Da kommt wieder einer. Nee, nee, mein Freund, du baust mir hier nichts auf. Oh, weiter vorrücken. Also das heißt, hier wären wir durch. Das ist doch schön. Das ist mal eine gute Nachricht. Alles hier einpacken. So, und dann wieder ein bisschen einsammeln. Wo müssen wir denn lang? Wo müssen wir denn lang? Ja. Sehr schön. Haben wir denn noch genügend Platz? Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. So, Raketen haben wir voll. Ist hier noch was? So, da haben wir noch was. Raketen sind voll, da gibt es nichts mehr. So, jetzt nur Fässer und Öl. Da oben haben wir noch was. Ja, nichts verkommen lassen. Kommen wir hier so hoch? Gut, dann haben wir soweit alles. Warum haben wir das nicht mitgenommen? Sind wir da voll? Nee. So, weiter vorrücken. Werden wir tun. Wir werden weiter vorrücken, aber erstmal hier wieder alles aufsammeln, beziehungsweise aufmunitionieren, alle Päckchen voll machen. So, ach du Schande, ich glaube. Ach du Schande, da tut sich jetzt was. Höre ich das richtig? Ah, von da. Huch, schnell mal wieder rein. Ins Trockene sozusagen. Ach, wer nicht? Ach du Schande, jetzt kommen sie direkt vor mir hier runter. Ei, 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 ei. Verbrochen. Ja, beschäftigt euch ein bisschen mit meiner Drohne.
So, wo komme ich denn hier durch? Da habe ich, glaube ich, eine gute Deckung. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Luft, ein bisschen Platz für Raketen. Oh, der muss weg. Auf jeden Fall. So, wie sieht's aus? Noch mehr? Noch mehr? Ah, den Strand erreichen. Das wird mir gelingen. Das wird mir jetzt gelingen, hier den Strand noch zu erreichen. So, wieder mal das alles aufmunitionieren. Wir brauchen das Material. Nicht nackig hier zur Party. So, ich glaube, da hinten gibt es noch irgendwas, oder? War da nicht noch irgendwas? Schrotflinte. Okay, dann versuchen wir jetzt mal den Strand noch zu erreichen und schauen, dass wir den auch noch überleben. Was ist denn das hier? Es grün zu grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Okay. Ne, hier sind wir soweit durch. Cassandra? Lau ist tot. Die Leiche wurde geborgen und verbrannt. Das kann nicht sein. Agent braucht Verstärkung. Nicht Zell, nicht jetzt. Bin selbst busy. Okay. Vorsichtig, vorsichtig herantasten. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Ach du Schande, da steht einer. Dann mach mal deine Rüstung. Ich glaube, das hat nicht gepasst. Jetzt kommen da noch mehr. Und raus mit der Drohne. Oh, jetzt haben wir keine Moon mehr. Schade, schade. So, wir bleiben ein bisschen hier hinten in der Deckung. Also da geht es ja wirklich hier zur Sache. Da ist full die Action. Im Singleplayer schon ganz schön was los hier. Immer schön in Deckung bleiben. Solange die nicht mit Granaten oder was ähnlichem hantieren, sind wir hier hinten soweit safe. Ja, sollen die hier ein bisschen wild rumspringen? Sowas, wollt ihr den einfach wiederbeleben? Ich fasse es nicht. So, das wird's nicht gewesen sein, oder? Ach du Scheiße. Jetzt wird's spannend. Jetzt brauchen wir hier unseren Kugelhagel. Ups, 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 ups. Oh oh.
Oh oh. Ach du Scheiße. Lauf, lauf, Forrest, lauf. Lauf. Ah. Das sind nicht nur Marodeur, sondern auch noch die Hunde, ne? Heidenei. Heiligsblechle. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen Container. Okay, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Achtung, alle Einheiten. Cassandra ist auf dem Tanker. Eliminiert die Agents und schnappt sie euch. Da war der erste Teil noch einfach. Frau ist tot. Die Leiche wurde geborgen und verbrannt. Das kann nicht sein. So, okay, dann das Ganze nochmal. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Also wie gesagt, die Hunde da, die gehen mir am meisten auf den Schnürsenkel. So, da werden irgendwelche Kollegen wiederbelebt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, er wieder. Und ich verliere langsam die Nerven. Ach, der ist da hinten, ne? Drohne der Marodeurklasse entdeckt. Plünderer sind unterwegs. Okay. Bin ich mal gespannt, ob wir das irgendwie so hier aushalten oder aussitzen können. Ah, nee! Okay, der erste ist schon mal weg. Ja, wenn diese Hunde nicht unterwegs sind, dann kriegen wir das einigermaßen hin, aber das Teil hier, das schießt... Ah, wir sind ja schon wieder. So, wo sind denn noch welche? Ah, okay. Der... Bloß nicht schießen, mein Freund. Okay. So, springt da draußen noch ein Hund rum. Ah, da hinten ist noch einer. Supi. So, der ist über uns. Der ist... Okay, wo schießt der?
Das ist die Marodeur. Okay, die schießt von hinten. So. Ah, jetzt haben wir den Hund zum Glück erledigt. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt ein bisschen um die Marodeur kümmern. Wenn wir sie sehen. Oh, oh, oh. Ja, das wird eng, das wird eng. So, die ist hinter uns, oder? Ja, ist interessant. Ich glaube, hier vorne sind wir safe als hier. So, das Geschütz. Zack. Schnapp ihn dir, Tiger. Meine Hoffnung ruhen auf dein Können. Es geht halt nichts über eine gute Fertigkeit. Ja, Bingo. Das war ja jetzt ein bisschen Hölle hier. Okay, okay. Ja, da braucht man einfach die Deckung von oben. Das hilft nichts. So, sind wir soweit durch? Oder ich weiß es jetzt nicht. Geht's wieder weiter? Stand gar nicht da weiter vorrücken, oder? Wir gehen mal davon aus, dass es jetzt hier weitergeht. Aber es geht jetzt nicht jetzt weiter, sondern erst in der nächsten Folge, weil dann wird es mit Sicherheit noch spannender, noch interessanter, denn wir haben ja hier noch einen Wahnsinnsweg hier zu laufen und zu gehen. Okay, das soll es wieder für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. The Division 2 auf der Suche nach Kelso und es wird jetzt langsam spannend und interessant. Ich bedanke mich, sage wie immer, tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.